Hallöchen, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Ein wenig aus dem Krankenlager. Heute geht es mir am Samstag definitiv schon besser. Noch so ein bisschen Kreislauf begleitet mich durch den Tag, aber ich denke, es ist das Schlimmste überstanden. Ja, ich habe mir irgendwas Magendarmiges eingezogen. Mittwoch auf Donnerstagnacht war keine sehr angenehme Nacht und ja, ich war dann Donnerstag gefühlt nur im Bett und auf der Couch rumgelegen und Freitag ging es mir noch so ein bisschen ähnlich, wenn auch die Gänge Richtung Toilette etwas weniger bis gar nicht mehr waren. Also die Medikamente haben gut angeschlagen, die ich mitten in der Nacht dann sozusagen genommen habe oder am frühen Morgen. Aber ja, der Kreislauf ist noch nicht so ganz im Griff. Es ist immer mal noch so ein Schwindel, besonders so nach dem Aufstehen, nach dem Liegen. Aber gut, da müssen wir durch. Und ich denke, wir kriegen trotzdem eine schöne, gemütliche Bücherwoche hin, denn da sitzen und über Bücher reden, ich glaube, das könnte ich sogar bei 42 Grad Fieber. Und ja, dementsprechend heute auch so ein bisschen im Kuschel-Look, weil ich nicht so die große Muse hatte, mich ein bisschen ja, schicker zu machen. Ich ja, fühle mich noch nicht ganz so fit wie sonst und möchte es jetzt auch nicht übertreiben, weil nächste Woche ist ja auch schon die Buchmesse. Und ja, ich bin irgendwo froh, dass es diese Woche war und nicht nächste, denn das wäre natürlich besonders ärgerlich gewesen, wenn irgendwas zur Buchmesse vorkommt. Jetzt halte ich mich schon vor allen Erkältungskranken fern und denke mir, oh, weg mit euren Viren. An sowas habe ich nicht gedacht. Wobei, ja, man steckt halt tatsächlich nicht so richtig drin, wo man sich sowas einfängt und herholt. Und ich bin froh, dass das jetzt nach den 2 Tagen so mehr oder weniger gut ist. Und den Kreislauf kriege ich jetzt auch gar in den Griff. Und so ein bisschen Schonkost ist ja auch nicht das Schlechteste. Buchtechnisch lief es aber bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe ja wirklich Highlight-Bücher in dieser Woche gelesen und auch gehört. Denn gerade in den 2 Tagen, wo es mir nicht so gut ging, habe ich tatsächlich mehr gehört. Weil zum Lesen war mir nicht, also wenn einem schwindlig und schlecht ist, ich finde, da geht einfach gefühlt nichts. Hab dann ja in meinen Hörbüchern gehört und habe ein bisschen Serie auch gesuchtet, denn man liegt ja dann auch auf der Couch. Und es bleibt einem dann ja nur das nachmittägliche Fernsehprogramm, was also nicht mein Fall ist, so überhaupt nicht. Und dann greife ich eben auf Serie und ja, habe da auch die Serie zu Ende geguckt, die ich angefangen hatte. Aber ich denke, wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen mit den Büchern an. Das erste Buch, was ich in der Woche beendet habe, ist Mit Gobi durch die Wüste von Dion Leonard. Habe ich zusammen in der Lovely Books Leserunde gewonnen und auch dort dann gelesen. Und das Buch war ja auch schon auf meinem Neuerscheinungswunschlistenzettel für März gestanden. Und ich war total happy, als ich das ja, gewonnen habe und dann eben auch mit vielen Menschen zusammen lesen konnten. Auch mit vielen gelesen wurde der erste Harry Potter Teil, der unglaublich schwer ist, und der Stein der Weisen von J.K. Rowling. Ich habe mir ja für dieses Jahr vorgenommen, die Reihe nochmal zu lesen, sie zu rereaden, wie man Neudeutsch sozusagen oder Englisch dazu sagt, und habe ja eine Lesegruppe ins Leben gerufen und es ist ja so eine Art freie Lesen und ich habe mich ja, jetzt in dieser Woche mit der schönen Schmuckausgabe beschäftigt und werde dazu auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Beendet habe ich auch den 4. Teil der Clifton-Saga Im Schatten unserer Wünsche von Jeffrey Archer und direkt im Anschluss, jetzt an einem der 2 Tage, habe ich dann auch den 5. Teil begonnen, Die Wege der Macht. Und nach wie vor hält mich diese Saga im Bann und in Begeisterung und ich höre einfach unglaublich gerne mit. Und auch so war das wirklich auch wieder weiterhin ein Highlight nach dem nächsten in der Clifton-Saga. Der 4. Teil war wirklich großartig und ich freue mich aufs Weiterlesen. Ja, ein bisschen länger gelesen habe ich in Ready Player One von Ernest Cline. Hier haben wir auch in einer kleinen Gruppe zusammen gelesen und gegen Ende hin ja, habe ich jetzt aber gesagt, ich möchte diese Woche fertig werden. Und da bei allen anderen so ein bisschen eine Verzögerung eingetreten ist und dann sowieso der gemeinsame Lesenfaktor nicht mehr ganz so gewesen ist, habe ich jetzt heute, also am Samstag, die letzten 40 oder 50 Seiten gelesen. Wie gesagt, die letzten 2 Tage war mir nicht so nachlesen, aber heute dachte ich, beendest du es, um es dann eben auch in der Bücher
Woche vorzustellen. Klingt total bescheuert, ist es wahrscheinlich auch, aber was hätte ich jetzt nochmal hinziehen sollen, damit ich was nächste Woche habe. Aber dementsprechend, dieser Science-Fiction-Roman, der ja im April auch in die Kinos kommt, habe ich dann diese Woche auch beendet. Und wir fangen, wie immer, mit dem ersten Buch an, mit Gobi durch die Wüste von Dion Leonard. Alle Infos zu den Büchern, Preis, Seitenzahl und sonstiges findet ihr ja seit ein paar Wochen unten in der Infobox. Also guckt da bitte gerne rein, was ihr finden wollt. Und ja, ich hatte dieses Buch per Zufall entdeckt. Ich bin ja ein großer Freund von Tiergeschichten, von Lebensgeschichten. Und in diesem Buch schien für mich die Kombi perfekt zu sein, denn wir haben Dion Leonard, einen extrem Marathonläufer, der uns in diesem Buch ein bisschen was aus seiner Kindheit, Jugend erzählt, wie er zum Laufen kam und was ein Extrem-Marathonläufer so während des Laufens denkt. Und ja, die Geschichte setzt im Grunde ein, als er nach China fliegt und ja, den Marathonlauf durch die Wüste Gobi anstartet und dort eben auf eine kleine Hündin trifft, die wir auch auf dem Cover sehen. Nämlich, ja, eine Hündin, die ihn begleitet, die gefühlt einen Narren an ihm gefressen hat, die sich direkt in sein Herz sozusagen auch geschlichen hat. Und auch wenn er anfänglich, ja, die Hündin ignoriert und auch nichts von seinen Vorräten abgibt, weil es ist ja alles perfekt abgemessen und in seiner Statistik und überall korrekt, merkt er doch recht schnell, ja, irgendwas hat diese Hündin und sie scheint mich gefunden zu haben und in mir etwas ausgelöst zu haben, wo ich gar nicht dachte, dass ich es suche. Und ja, er muss dann aber nach dem Rennen die Hündin und China verlassen und ja, geht dann in Großbritannien trotzdem weiterhin dem Gedanken nach, diese süße Hündin, die da sein Herz geraubt hat, ja, irgendwie nach Großbritannien, nach England zu bringen. Und ja, wie das für beide so ausgeht, was da für Hürden und Steine in den Weg gelegt werden, das liest man am besten in diesem Buch. Und es beruht auf wahren Begebenheiten, es ist keine erfundene Geschichte. Man kann Dion Leonard und Gobi, also die Hündin, eben auch googeln und findet einiges dazu, auch die Aktionen, die gestartet wurden, um eben ja im Grunde den Hund irgendwie aus China herauszubringen. Und es war eine Wahnsinnsgeschichte. Es ist unglaublich emotional. Es ist einfach eine Lebensgeschichte, vor der man den Hut ziehen kann, die mich wirklich begeistert hat, berührt hat, gefesselt hat, mitgerissen hat. Und auch wenn ich überhaupt kein Läufer bin, weder normaler Jogger noch Walker noch irgendwas, ich dieses, ja, vor sich hinlaufen auch tatsächlich nicht verstehen kann. Ich bin halt eher eine Schwimmerin, was dann wieder andere nicht verstehen können, warum man da durchs Wasser schwimmt. Und ja, aber halt auch nicht in einem Extremsport Möglichkeiten. Ja, dennoch versteht man Dion Leonards Gedanken dazu unglaublich gut. Man versteht, warum Menschen das irgendwie auf sich nehmen, diesen Extremsport, was dabei in ihnen vorgeht, was das auslöst und woher dieser Drang kommt. Und diese Mischung aus dem gegenwärtigen Läufer zu seiner Kindheit, Jugend, die auch nicht ganz so schön war, zu hin, was bringt ihm die Zukunft, eben mit vielleicht der Hündin Gobi, das fand ich einfach eine tolle Mischung. Und es nimmt einen mit, es nimmt auch das Herz von mir, hat es total mitgenommen. Und ich war so dabei, ich habe so mitgefiebert, ich habe so die Daumen gedrückt und immer gehofft, dass alles irgendwie gut wird. Und ich habe auch die ein oder andere Träne verdrückt und ich war teilweise so vor Spannung vor diesem Buch gesessen, dass ich dachte, liest du hier einen Thriller oder was ist es, was einen so mitreißt? Und ich habe darauf nicht so recht eine Antwort gefunden, aber es hat es definitiv getan. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ein sehr tierliebes Herz und ich glaube, egal ob man ein Katzenmensch ist oder ein Hundemensch, man ist halt im Herzen immer ein Tiermensch. Und das hat sich hier einfach gezeigt, dass uns Gobi ja auch direkt ins Herz guckt und einen mitnimmt und einen mit diesem süßen Blick hier im Grunde anschaut und man immer wieder zum Buch greift und sich denkt, man will wissen, was da in Dion Leonard vorgeht, was auf der Welt so passiert, wie andere Kulturen vielleicht auch unsere Tierliebe, unseren Haustierbesitz sozusagen sehen. Das ist alles unglaublich spannend dargestellt und gezeigt und es ist nicht mit einem erhobenen Finger oder ähnlichem ja, von Seiten Dion Leonard gemacht, ja, so heißt er, sondern es ist eben immer so menschlich und es ist eben nicht nur ein tierlieber Kerl, sondern eben auch einer, der sehr viel Menschlichkeit bewiesen hat und ich fand es großartig. Mich hat dieses Buch wirklich sehr, sehr berührt und ich fand es am Ende
so, oh Gott, jetzt geht's aufs Ende zu und gleich musst du das hier so verlassen. Und das ist so, ja, ich glaube, so ein Buchnerd-Problem, dass man, wenn das Buch dann zu Ende ist, eigentlich will man wissen, wie es ausgeht, aber man weiß, dann verlässt man die Geschichte. Und ja, umso schöner fand ich es, dass ich dann ein bisschen rumgegoogelt habe, einiges noch mir zulesen konnte und das eben dann auch noch so ein bisschen nachgewirkt hat. Und wenn mehr Menschen auf dieser Welt so wären wie Dee und Leonard, ich glaube, dann hätten wir eine sehr friedliche Welt und eine sehr gemeinsame Welt. Und ja, das wäre so auch meine Vorstellung. Aber gut, ein absolutes Highlight für mich, wirklich eine wunderbare Tierlebenserfahrungsgeschichte, die mir wirklich auch das Herz hat aufgehen lassen und die mir wirklich sehr gefallen hat. Und auf der Rückseite sieht man dann eben auch nochmal Dee und Leonard mit der Hündin und ja, den gelben Quasteln an den Schuhen. Nein, ich glaube, das sieht man nicht. Aber ja, man kann sich hier auf jeden Fall wunderbar ein Bild machen. Das nächste Buch, was ich so parallel eben gelesen habe, ist ja Harry Potter und der Stein der Weisen von J.K. Rowling. Der Start meines Rereads begann ja im März, was ja den Hintergrund hat, dass es ja 7 Bücher gibt und man jetzt sozusagen 7 Monate liest. Und dann eben, ja, sobald Harry Potter um ist, möchte ich ja mit dem Herrn der Ringe anfangen. Und da ist der Plan dann eben im Dezember den letzten zu lesen. So war ein bisschen der Plan. Gedanklich werde ich den achten Band Harry Potter, das verwunschene Kind, wohl nicht lesen. Zumindest steht zwar hier, aber ich weigere mich noch so innerlich und dann macht das auch keinen Sinn. Es ist ja ein freies Lesen. Ihr findet in der Infobox auch ja, die Lesegruppe, die ist immer in der Infobox verlinkt. Und ja, es ist ein freies Lesen. Das heißt, das Buch wurde eingeteilt, ich glaube, in 5 oder 6 Abschnitten. Und jeder kann in seinem Tempo lesen, an den Tagen lesen, wo er möchte, wie er möchte und wie viel er möchte. Nur eben nach dem Abschnitt trifft man sich im Grunde in der Gruppe und spricht darüber. Also man ist dann nicht gezwungen, den Abschnitt am 5. zu lesen, sondern man kann ihn jederzeit lesen. Man kann auch das Buch komplett an einem Tag durchsuchten. So ist der Gedanke. Und das hatte eben auch so ein bisschen Hintergrund, dass ich mich nicht tagemäßig festlegen wollte, weil ich eben manchmal, und gerade dachte ich auch bei Harry Potter und den Schmuckausgaben, jemand bin, ja, der eben so sein eigenes Tempo möchte, der eben manches genießen möchte, manches auch verschlingen möchte. Und ja, die Schmuckausgabe, ein wunderschönes Prachtstück. Es ist aber wirklich riesig. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das wirklich nur abends im Bett gelesen, weil gefühlt woanders hätte ich damit nicht hingewollt. Ich hätte weder damit, also ich hätte das schon auf gar keinen Fall unterwegs gelesen. Ich fand es auch im Sitzen tatsächlich sehr unbequem und ich fand es am besten tatsächlich im Bett. Ja, da dann im Grunde darin zu versinken. Es ist wunderschön. Ich glaube, zu Harry Potter muss man nicht mehr allzu viel sagen. Zu dem Jungen, den alle in der Zauberwelt kennen. Und hier startet im Grunde die Reise und ich möchte auch gar nicht mehr viel zu Harry Potter sagen. Ich glaube, das würde uns jetzt jeden Monat auch nur so ein bisschen langweilen, wenn ich da die Handlung erzählen würde. Aber ich möchte hier ein bisschen auf die Schmuckausgabe eingehen, weil ich die wirklich bombastisch finde. Ich habe ja lange überlegt, ob ich sie mir überhaupt kaufe, beziehungsweise dann habe ich sie mir ja zu Weihnachten gewünscht. Und vor 2 Jahren, ja, also vor 3, also 2015 Weihnachten, habe ich sie ja dann geschenkt bekommen, den ersten Band. Und ich habe mich mega darüber gefreut, dieses Riesenteil, ja, definitiv in Händen zu halten. Ich habe in den Insta-Stories immer mal ein paar Bilder gezeigt, die mir besonders gut gefallen haben. Und das Schönste ist tatsächlich eher gegen Ende, dass man da wirklich Harry sieht in einer wunderschönen Schwarz-Weiß-Zeichnung. Und für mich ist das der perfekte Harry. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass ich mir dieses Bild ja, einscannen werde und dann eben auch hier in meinen Harry Potter-Schrein dann auch ja, auf jeden Fall ins Regal stellen werde, in dem Bilderrahmen. Also ich fand die Schmuckausgabe wirklich absolut lohnenswert, lesenswert. Sie hat für mich gefühlt keine Unterschiede zur anderen deutschen Übersetzung. So vom Gefühl her hat überhaupt nichts gefehlt. Auch von der Seitenzahl merkt man, wie ich es eingeteilt habe, dass das alles so übereingestimmt hat. Ich fand es toll und ich fand besonders schön, dass es mir und meiner Fantasie gelungen ist, meistens meine eigenen Charaktere wieder herzuzaubern, dass ich mich von den Filmcharakteren gelöst habe. Und bis auf bei Severus Snape, der wird für mich immer Alan Rickman sein, was den Grund hat, dass es schon immer Alan Rickman war.
Da mag jetzt mancher denken, Steffi, das wusstest du nicht. Ja, das ist richtig. Aber ich habe mir Severus Snape vorgestellt, wie den Sheriff von Nottingham so ein bisschen grob aus Robin Hood. Und das ist ja auch schon Alan Rickman, halt 20 Jahre jünger. Und daher ist der Unterschied gar nicht so groß. Natürlich ist jetzt mein Severus Snape ein bisschen gealtert als in meiner ursprünglichen Fantasie. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich fand wirklich, dass Alan Rickman eine geniale Besetzung ist. Und auch so bei Nebencharakteren schleicht sich immer mal der Filmcharakter ein. Aber ich hatte meinen Harry, meinen Ron, meine Hermine und auch meine Weasley-Zwillinge vor Augen. Und das fand ich tatsächlich faszinierend, dass das nicht lange gedauert hat, dass die so vorgetreten sind. Und an manches hat man sich sehr, sehr gut erinnert. Zum Beispiel den Vers des sprechenden Huts, den ich gefühlt fast auswendig vorsagen konnte. An andere Dinge habe ich mich aus den Büchern tatsächlich weniger erinnert. Und da überlagert manchmal tatsächlich der Film. Also es geht schon zu Beginn los, dass man relativ viel über die Dursleys erfährt, was im Film ja gar nicht groß der Fall ist. Und wo man denkt, ach ja, das hat man ja alles so erfahren. Und ja, direkt in mein Herz geschlossen habe ich natürlich Harry. Ich habe auch Hagrid sofort wieder geliebt. Und ich bin halt einfach ein riesen Weasley-Zwillinge-Fan, wenn ich Fred und George sehe am Bahnsteig 9¾ und die den Witz mit ihrer Mama machen, wer ist nur Fred und wer ist George. Ich könnte mich da weglegen vor Lachen und das ist einfach gelungen. Und man fühlt sich irgendwie zurück, aber man liest es doch jetzt und was würde ich nicht geben, um nicht zu wissen, wie es endet. Das gelingt einem natürlich nicht, aber es ist großartig. Für mich hat sich die Schmuckausgabe absolut gelohnt. Wunderschöne Zeichnungen, ein wunderschönes Lesegefühl und es war einfach toll, in diese Welt einzutauchen. Ich bin froh, dass ich Band 2 und 3 auch als Schmuckausgabe hier habe und ich überlege dann, wie ich so bei 4, 5, 6 und 7 weitermachen werde. Ich überlege schon, ob ich den 5. vielleicht tatsächlich mir mal vorlesen lasse von Rufus Beck. Die Hörbücher sind ja wirklich auch immer sehr, sehr gehypt. Und vielleicht lese ich auch einen der Teile in Englisch, habe ich ja auch hier. Da muss ich einfach mal gucken, wie ich Lust habe. Aber ich freue mich jetzt schon auf den April. Nicht nur, dass dann Frühling ist, sondern dass es dann eben mit Harry Potter weitergeht. Ich werde ihn, denke ich, nach der Buchmesse auch einteilen. Und ja, dann natürlich auch in der Gruppe zur Verfügung stellen, wie dann der zweite Teil eingeteilt wird, sodass jeder einfach Zeit findet, das dann auch einzuteilen. Und ja, also wunderschön und ich kann die Schmuckausgabe wirklich nur jedem Fan absolut empfehlen oder auch jemanden, der gerne Fan werden möchte. Ich weiß nicht, ob es preislich mit 25 Euro wird es wahrscheinlich teurer sein, natürlich als die Taschenbuchausgabe, aber es gibt ja auch Harry Potter als Hardcover. Da muss man einfach mal gucken, wie man das lesen möchte. Als was ich es mir gar nicht vorstellen kann, ist Harry Potter als E-Book. Ich glaube, da sperrt sich in mir gefühlt alles so ein bisschen. Da kann ich mir auch bei Herr der Ringe nicht vorstellen. Dementsprechend, ja, die Schmuckausgabe und die war wirklich absolut lohnenswert und hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht. Das nächste Highlight der Woche war dann natürlich die Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Die Wege der Macht, der vierte Teil. Nein, im Schatten unserer Wünsche war der vierte Teil. Und weiter ging es dann die Wege der Macht, was dann schon der fünfte Teil ist. Ja, ich habe jetzt sozusagen mehr hinter mir als vor mir. Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich habe diese Woche auch eine liebe Nachricht von der Miri bekommen, dass sie fertig ist. Nicht nur mit dem Lesen, sondern auch, glaube ich, mit all ihren Gefühlen. Und ich fand das so schön, ich hätte am liebsten mitgemeint. Und bin jetzt einfach mega gespannt, was noch kommt. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel sagen. Ich schwärme ja jetzt seit 3 Wochen von dieser Reihe. Und sie hat mich ja vom ersten Band in den Bann gezogen. Und es ist einfach so eine große Saga. Und die umfasst ja pro Teil in etwa so 8 bis 10 Jahre. Und wir begleiten nach wie vor Harry Clifton und seinen Freund Giles Barrington und dessen Schwester Emma und die Kinder und ja, das politische Leben. Und das ist einfach mega spannend. Und der vierte Teil hatte für mich wirklich alles, um auch wirklich alle Punkte zu bekommen. Bisher habe ich mich ja bei der Bewertung so ein bisschen zurückgehalten. Es gab immer so ein bisschen was, was ich nicht ganz perfekt fand. Ich meine, das war dann auch schon Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Bei Band 4 war ich einfach durchgängig gebannt und gepackt und gefesselt. Und es ist so viel darin passiert. Es gab Schockmomente, bei denen ich wirklich den Atem angehalten habe und auch das Hörbuch anhören musste und erstmal geweint habe. Und ich war so mitgerissen von all den Dingen, die passieren, auch so, dass
dass das die Veränderung der politischen Lage in England zu dieser Zeit, zu den Frauen, wie die so ticken, wie Männer dieses neue Frauenbild sehen. Die Queen ist so hier und da, wir haben die IRF, die aktiv wird und es gibt so viel zwischen den Zeilen, Dinge, die passieren und es war einfach mega, mega spannend, die Charaktere zu begleiten und ich möchte ja nicht spoilern oder so, dementsprechend möchte ich gar nicht zu viel von den Charakteren erzählen, aber es ist einfach eine Saga, die mich mitreißt. Und auch der fünfte Teil, ich war so froh nach dem Cliffhanger im vierten Teil, dass der fünfte schon hier rumlag. Zack, aufs Handy und weiter ging es mit dem Hören und es war einfach, ja, es macht einfach Spaß. Und ich finde auch, dass Erich Reuker, der Sprecher, wirklich ganz, ganz toll passt. Ich finde es viel schöner, dass man nur einen Sprecher hat. Im ersten Teil hatte man ja, glaube ich, noch drei Sprecher. Das mochte ich gefühlt tatsächlich nicht so. Ich finde Erich Reuker wirklich brillant, was er macht. Und ich finde es toll, dass er eine Stimme hat, die man eben schneller drehen kann. Ja, ich bin ein böses Mädchen. Ich höre die Bücher, ich glaube, aktuell auf 1,8, 1,9. Das mag jetzt für viele verrückt klingen. Ich habe mich pro Band gesteigert. Normal höre ich ja so bei 1,5, 1,6. Manche Sachen auch schon mal auf, ja, so ein 6 war bisher das Höchste. Und dann habe ich aber angefangen, weil mich die Geschichte, das klingt jetzt so merkwürdig, so gepackt hat, musste es für mich schneller gehen. Und dann pro Band sozusagen eine 0,10er weiter. Und ich glaube jetzt so bei 1,9 ist aber die Grenze angekommen. Ich habe schon versucht, den 5er auf 2 zu drehen. Ich merke aber dann, dass sich sehr viel überschlägt. Und dann überschlagen sich auch meine Bilder und das bringt es nicht. Also dementsprechend so zwischen 1,8, 1,9. Ist es ganz gut, sich anzuhören und macht auch Spaß und es ist, glaube ich, eine einfache Übungssache in der Geschwindigkeit, etwas zu hören. Also, können jetzt auch viele die Augen verdrehen, wie kann man sowas schneller drehen. Wenn ich ungeduldig daneben sitzen würde, würde es mir auch einfach keinen Spaß machen. Ne? Also das ist, macht einfach jeder, wie er ein bisschen möchte. Und ich freue mich jetzt eben, was alles in die Wege der Macht, dem fünften Teil passieren wird, was da auf uns wartet und ja, überhaupt, wo die Geschichte hingeht. Und ich denke mal, dass ich sie dann auch im März beende. Auch wenn mir nächste Woche natürlich doch 3 Tage des Hörens fehlen werden, denn ich bin keiner, der beim Autofahren hört. Da bin ich tatsächlich eher ein Musikhörer, der mitsingen möchte. Gerade so auf der Autobahn, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist. Ja, ab einer Geschwindigkeit, gewissen Geschwindigkeit höre ich auch auf zu singen. Aber ja, ihr versteht. Und da werde ich definitiv nicht groß hören. Aber ich denke mal, dass ich den 5. Band auf jeden Fall diese Woche hören werde. Und ja, mich daran dann erfreuen werde. Dann das letzte Buch, was ich heute beendet habe, ist Ready Player One von Ernest Cline. Ein Science-Fiction-Roman, der sehr viel Bezug auf die 80er nimmt. Und der Film wird eben im März in die Kinos kommen und wird verfilmt von Steven Spielberg. Und der Trailer, den ich mir gestern, glaube ich, angeguckt habe, als ich so auch mal eine Stunde sinnlos durch YouTube geklickt habe, weil es mir einfach nicht so gut ging, ja, habe ich gedacht, geil, ja, so hast du dir das vorgestellt. Also der Trailer sieht schon mal mega aus. Ich habe mir zwar Wade Watts, unseren Protagonisten, tatsächlich eine Spur anders vorgestellt, aber das ist halt einfach so. Ich mag tatsächlich auch langsam diese Sätze nicht mehr hören, habe ich mir anders vorgestellt, weil, ja, na, stellt sich jeder anders vor. Ja, um was geht es in Ready Player One? Es geht um Wade Watts, der im Jahre 2045 in einer heruntergekommenen Trailerpark lebt, auf einer Welt, die all ihre Rohstoffe ja verbraucht hat und auch beraubt hat, die Welt komplett, also unsere Erde im Grunde zerstört hat und die Erde läuft auch ihren Abgrund entgegen. Die Menschheit ist kaputt. Und wir haben hier auch wirklich eine extreme Art der Dystopie, wie die Welt aussehen könnten. Und die Menschen flüchten sich aber in das Computerspiel, in die ja echte animierte Welt Oasis. Und das fand ich mega geil. Ja, und in dieser Oasis kann man sich eben einfach mit seinem Avatar einloggen und alles ist kostenlos und man kann eben hier reingehen und ja, im Grunde zur Schule gehen, seinen Bürojob nachgehen, man kann fremde Planeten bereisen und all die Dinge, die man eben so tut, die man eben auf der Welt tatsächlich nicht mehr kann, denn Schulwege sind gefährlich, es gab viel Kriminalität oder gibt viel Kriminalität, man möchte die Schüler nicht mehr auf die Straßen lassen und ja, so begleiten wir eben Wade Watts, ja, im Grunde in die Oasis und denn der Erfinder,
der Oasis und anderer Videospiele Halliday ist gestorben. Und er hat im Grunde verschiedenste Schlüssel in Easter Eggs sozusagen versteckt in dieser Welt. Und wer diese findet, der kann im Grunde sein Erbe antreten. Und so geht natürlich jetzt die Suche nach diesem Schlüssel, verschiedenste Quests, wenn man so möchte, im Fachjargon sprechend, was ich sonst nicht so tue. geht im Grunde los und wir begleiten eben Wade im Grunde in dieser Welt, in dieser computeranimierten Welt. Und Wade schickt eben seinen Avatar Percival los, um eben, die Schlüssel zu finden. Und wir begeben uns eben in diese Oasis und das ist für mich eine absolute Highlight-Idee, eine Highlight-Zeigung und überhaupt grandios, wie es gemacht wurde. Die Idee, dass man komplett eintaucht in Virtual Reality, finde ich mega, mega spannend. Ich bin überhaupt kein Computer-Nerd, geschweige denn ein großer Spieler oder gar Hacker, auch wenn ich das zu Zeiten von der Matrix unglaublich gerne gewesen wäre. Also als der Film Matrix herauskam, wollte ich unbedingt Hacker werden und mit schwarzer Lederjacke bekleidet habe ich auf meinen Morpheus gewartet, der natürlich nie gekommen ist. Oder sind wir alle in der Matrix? Man weiß es nicht. Nein. Ich bin ja ein Kind aus den 80ern, ich bin darin geboren. Allerdings habe ich sehr viele Anspielungen in der Geschichte dazu nicht verstanden. Also es ist gespickt mit 80er Jahre nerdigen Kram von Spielen, über Filmen, über Musik, alles, was irgendwie die 80er betrifft, wird da drin aufgegriffen. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass der Autor ein bisschen angibt in all den Dingen, die er eben so weiß und die gar nicht zur Geschichte taugten, aber es war irgendwie schon spannend. Manches habe ich gekannt, manches habe ich anfänglich gegoogelt, als ich aber merkte, dass die Infos, die ich bekommen habe zu den 80ern, gar nicht groß irgendwas mit der Geschichte zu tun haben, habe ich das Googeln auch irgendwann sein lassen, muss ich ehrlich gestehen. Es war mir an mancher Stelle eben zu nerdig und zu viel des Guten, das muss ich ehrlich sagen. Ich dachte mir manchmal, er verliert sich so in seinem Nerdtum und wenn man eben nur so ein halber, wenn überhaupt Nerd ist, dann denkt man sich irgendwann, ja, ich hab's jetzt schon begriffen. Und dann kamen aber immer noch 10 Seiten und ich dachte, ach ja. Also manchmal fand ich es tatsächlich anstrengend. Aber die Oasis, diese virtuelle Welt, fand ich großartig. Die Vorstellung, dass man irgendwann Brillen aufsetzt und durch eine virtuelle Welt geht, finde ich mega, mega spannend. Und ich glaube, spätestens da würde ich wahrscheinlich dann auch zum Nerd werden. Wenn man durch die Welt reisen kann, auf verschiedene Planeten sich irgendwie umherwandeln kann, das fände ich mega spannend. Vielleicht sogar so eine Zeitreise, virtuelle Welt, wo man an Hofe vom Sissi oder dem Sonnenkönig oder Heinrich dem VIII. Vielleicht irgendwie live bei der Köpfung von Anne Boleyn dabei ist, wie auch immer. Das wäre doch mega. Und wenn das mal klappt, ich glaube, dann bin ich ein absoluter Fan. Und so ähnlich zieht einen dieses Buch eben auch in den Bann. Man wird hineingezogen in diese Sci-Fi-Story, die sich aber doch irgendwie mit unserer Vergangenheit, den 80ern, beschäftigt. Und es ist eine Mischung aus Neuem und Alten, spannenden, interessanten und wirklich, ja, mega spannend. Ich finde da gar kein anderes Wort für, weil es gab wirklich Passagen, da wollte ich überhaupt nicht aufhören mit Lesen. Manche Leseabschnitte, die wir uns gelegt haben, waren wirklich sehr böse Cliffhanger und man konnte gefühlt eigentlich nur noch weiterlesen und den Leseabschnitt gekonnt ignorieren. Dann gab es aber leider tatsächlich eben auch so die ein oder anderen Phasen, wo man wirklich dachte, jetzt ist es zu viel. Jetzt irgendwie verliert er sich, also der Autor, und es gab eben auch so den einen oder anderen unsympathischen Charakter in der Geschichte, der einen irgendwann nur noch auf den Keks gegangen ist. Wo man einfach nur mit den Augen rollt und denkt, ach, die Artemis schon wieder. Ja, und das machte das Lesen tatsächlich so zu einem Hoch und Runter und es war grandiose Idee. Ich finde aber, dass Ernest Cline einfach ein bisschen übertrieben hat und ich glaube, er wollte einfach zu viel. Und das eben auch auf 540 Seiten, glaube ich. Ich denke, dass dem Buch 100 Seiten besser getan hätten und ich hoffe, dass man eben bei der Verfilmung im Grunde diese Längen so ein bisschen wettmacht, wie es ja tatsächlich oft so ist, worüber man sich ja sonst eher ärgert, glaube ich, dass da hier wirklich eine absolut grandiose Story entstehen kann im Film und was es da auch für Möglichkeiten gibt, diese virtuelle Realität zu zeigen. Ich bin mega gespannt auf den Film und fand das Buch wirklich toll.
es hat eben, wie gesagt, so das ein oder andere, was mir nicht gefallen hat, was ich mir ein bisschen anders gewünscht hätte, was mich eben manchmal so beim Lesen auch nicht vorangebracht hat. Aber alles in allem ist es eine tolle Science-Fiction-Story, die wirklich innovativ ist, interessant ist und auch, ja, gut überlegt ist. Der Sprachstil von Ernest Cline ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn er redet so ein bisschen wie wir alle, ein bisschen umgangssprachlich und hey und yay und ho, und irgendwann denkt man sich, ja, ist zwar aber schön ist anders. Also sprachlich war es jetzt nicht der größte Genuss, den ich gelesen habe, aber es hat mir gefallen. Also es hat mich gepackt und mitgerissen, und so hat mich diese Geschichte auch begeistern können, mit eben dem ein oder anderen Abstrich. Aber alles in allem, ja, war das auf jeden Fall ja, ein schönes Geburtstagsgeschenk, was ich mir selbst gemacht habe durch einen Gutschein, wo ich den dann eingelöst habe. Und das ist wirklich ein Buch, wo ich denke, da kann wirklich man als Science-Fiction-Fan überhaupt nichts falsch machen. Man muss natürlich sich ein bisschen für 80er interessieren, auch für Games. Das ist schon wichtig, das muss man definitiv sagen, weil auch der Spiele-Jargon mir manchmal zu viel war, weil ich eben kein Spieler bin, auch kein Spieler in den 80ern war. Also ich glaube, da ging da die Zeit mit den Sims los. Wann war denn das in etwa? Das war aber, glaube ich, erst so in den 90ern, ne? Was haben Sims? Haben die jetzt 20 Jahre? Ich weiß es nicht. Ja, keine 30, sondern 20 Jahre. Gott, ist man schon so alt, ne? Aber ja, das kann man hochrechnen, ne, wie alt man so ist. Ja, ich glaube, Sims kam später, und das ist ja tatsächlich im Grunde auch gar kein echtes Spiel, wenn, also was die da drunter verstehen, so ein Spiele-Nerd. Aber absolute Empfehlung, beziehungsweise mit der einen oder anderen Einschränkung, man muss Games lieben und auch natürlich definitiv die 80er. Aber wer den Film sehen will, ich denke, man kann ihn ganz gut ohne das Buch sehen. Ich bin gespannt, wie er mir gefallen wird, und freue mich da im April auf jeden Fall aufs Kino und denke, dass ich ihn da dann auch recht zeitnah nach Start dann auch sehen werde, und bin dann auch gespannt, ja, wie da so ein bisschen die Umsetzung sein wird. Und das waren sie nun auch schon, die Bücher und Hörbücher der Woche. Also alles in allem, zumindest buchtechnisch, eine sehr, sehr gelungene Woche. Also lesetechnisch, die, ja, Krankheit halten wir mal so ein bisschen außen vor. Eingezogen ist bei mir im Krankenstadion der zweite Teil von Size, den ich vielleicht heute doch noch mit Lesen anfangen werde. Eigentlich wollte ich Size ja hören. Ich habe ja den ersten Teil gehört, den ich grandios vertont fand. Ist ja auch die Synchronstimme von Sean Bean, was ich fand es perfekt gewählt. Den zweiten Teil sehe ich aber jetzt tatsächlich überhaupt nicht auf Audible, auch nicht bei den Büchern, die in der Vorschau sind. Und ich würde tatsächlich gerne Size gelesen haben, den zweiten Teil, bevor ich zur Messe fahre. Was einfach den Hintergrund hat, dass Neil Schusterman am Freitag auf der Messe sein wird und ich ihn da auch ja, bei so einem Blogger-Meet-and-Greet ja, sehen werde und mir gerne auch etwas signieren lassen möchte. Und was wäre cooler als, ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan, oder ich bin jetzt kein Signierjäger. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Fitzek, der signiert ist. Weil ich glaube, ich würde diesen Satz bei Fitzek auch gar nicht rausbekommen. Ja, ich bin einfach so. Ich kann es nicht ändern, und ich werde es auch nicht ändern. Ich habe ein paar Bücher, die signiert sind. Ja, zum Beispiel die liebe Laura Newman natürlich, oder die liebe Jackie oder Michelle oder auch von Adriana. Ich habe auch ja, so das ein oder andere Buch natürlich signiert oder mir auch in meinem Bullet Journal letztes Jahr das ein oder andere Autogramm geholt. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir das einen Mehrwert gibt in Büchern. Also, ja, na, ihr versteht. Aber da mich Size, der erste Teil, wirklich total mitgerissen und begeistert hat, denke ich, lese ich jetzt den zweiten und lasse ihn mir auch signieren. Und ja, werde wahrscheinlich theoretisch so drei Bücher dabei haben. Ursula Ponstanski wird Samstag, Sonntag auf der Messe sein. Vielleicht schaffe ich es noch, Säkulum wegzulesen. Ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt messemäßig lese, damit ich da, ja, ne, ihr versteht. Und ja, ich hoffe, dass auch das neue Buch von Adriana Popescu diese Woche noch bei mir einziehen wird, und ich mir da beim gemeinsamen Frühstück dann auch eine Signierung holen kann. Ja, von so lieben Menschen möchte man das eben gerne. Und ja, ich glaube, das ist so, ja,
Ne, das ist schon. Ja. Zum Thema Buchmesse. Ja, ich werde da sein, wie ihr jetzt unschwer erkannt habt. Ich werde dazu aber noch ein kleines Infovideo machen und werde da einfach so ein paar Termine auch benennen. Vielleicht auch, was mich interessiert, wo ich so ein bisschen sein werde. Ja, vielleicht nicht unbedingt wann, weil, ne? Aber auch mein Kalender steht noch nicht hundertprozentig fest. Da muss ich mich jetzt die Woche auf jeden Fall dran setzen. Aber ja. Haltet da die Augen auf. Ich denke mal, dass das Video dann am Dienstag kommt, dass ich das Montag vielleicht abdrehe. Oder vielleicht habe ich dann jetzt auch noch Zeit und Lust. Und ja, da seid einfach gespannt. Ja, ich habe diese Woche noch angeguckt, die Frankenstein Chronicles, die zweite Staffel. Eine Serie, die ja vor 2 Wochen auf Netflix erschien und ich Sean Bean gesehen habe und dachte, da guckst du mal rein. Ja, sie war sehr blutig, sie war sehr brutal und sie war düster und dunkel und eigentlich Dinge, die mich davor abhalten würden, weiterzuschauen. Aber sie war toll. Ich habe die erste Staffel ja wirklich in der Woche mir so in homöopathischen Dosen gegeben. Dosis ist das eine Mehrzahl. Und habe wirklich so geguckt, dass ich jeden Tag eine Folge mir anschaue. Und dann ist ja auf Netflix Schluss. Es gibt keine zweite Staffel auf Netflix. Da aber meine Eltern ja Sky haben und ich so jetzt auch Sky Go auf dem PC natürlich nutzen konnte und dort die zweite Staffel komplett verfügbar war, habe ich sie da eben auf Sky weitergeguckt. Wie praktisch, wenn man mehr so ja, wie Videodienste sozusagen hat. Und auch sehr cool, dass ich endlich herausgefunden habe, wie ich Sky auf den Fernsehen bekomme über den Chromecast, weil das klappt mit der Handy-App nicht. Man muss das tatsächlich am PC machen, wenn man eben Google Chrome geöffnet hat. Und dann funktioniert das sehr gut. Dann funktioniert nämlich auch Amazon Prime, was über die App auch nicht funktioniert hat. Das heißt, auch dort könnte ich jetzt demnächst mal so die ein oder andere Prime-Serie angucken. Beziehungsweise habe ich gesehen, dass da La La Land läuft. Und den könnte ich mir ja tatsächlich mal angucken. Aber ich schweife total ab, wie sind wir da hingekommen. Ja, Frankenstein Chronicles. Hier geht es ja so in der ersten Staffel vorwiegend darum, dass wir eben einen scheinbaren Frankenstein suchen. Eben einen Wissenschaftler, Arzt, Chirurgen, der aus verschiedenen Kindern einen Körper sozusagen erschaffen hat. Und die erste Staffel war sehr düster, sehr dunkel und wir begleiten Marlowe, ist das ein Kommissar gewesen, also die Rolle von Sean Bean. Und es ist wirklich sehr derb und sehr dunkel und manche Szenen schon wirklich sehr widerlich. Dass mir die Brutalität nicht zu viel wurde, ich glaube so am Donnerstag, direkt an meinem Übelkeitstag, hätte ich wahrscheinlich nicht so viel gucken können. Ja, es ist manchmal schon wirklich... Es wird halt voll drauf gehalten, ne? Also wenn da so und ja, ist nichts für mich. Aber dann so am Freitag, also gestern war das schon durchaus ein bisschen, ja. Und ich habe sie dann tatsächlich auch zu Ende gesuchtet. Es sind ja, glaube ich, nur 6 oder 7 Folgen gewesen. Und ich habe Montag, Dienstag, glaube ich, schon eine Folge geguckt. Dienstag nicht, glaube Mittwoch noch. Und dann die anderen 3 Folgen dann gar gestern. Und ja. Also toll, also absolute Empfehlung, Sean Bean, wirklich grandios, wie er das macht. Auch die anderen Charaktere finde ich mega, auch die Ideen dahinter, dass es da noch so eine Story in der Story in der Story gibt. Und was man eben auch 1718, ich weiß es nicht mehr, ich krieg das Datum nicht mehr zusammen, was man da eben ja so gedacht hat über das Leben, den Tod, wie man mit Kranken umgegangen ist, mit Gefangenen und wie schnell man da aus seinem Kopf losgeworden ist. Also es ist, ja, ich bin immer sehr dankbar, dass ich in der heutigen Zeit lebe, auf geteerten Straßen laufe, nicht durch Dreck und alles stinkt und alle sind krank und ich weiß nicht, ich bin da immer sehr, ich frage mich immer, ob die Menschen tatsächlich damals immer so waren, dass sie sich aus all diesen Dingen nichts gemacht haben. Wahrscheinlich nicht, weil sonst hätten, also sie hätten ja den ganzen Tag nur sich übergeben sozusagen, wenn sie in ihrem eigenen Mist standen. Irgendwie musste man da, ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen und das wäre, glaube ich, auch der einzige Grund, weswegen ich nie live in eine Zeitreise gehen würde, weil... Ja, ich finde das irgendwie, glaube ich, schon widerlich. Ja, und ich bin auch immer sehr fasziniert, wenn so Charakteren was passiert, wie schnell die sich mit ihrer Situation abfinden. Und ich mir denke, also ich würde da erstmal wahnsinnig werden, schreien und ja, meinen Rock richten sozusagen, bevor es weitergeht.
Ja, aber nichtsdestotrotz wirklich eine tolle, tolle Serie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die mal was ganz anderes irgendwie war, aber doch in so eine düstere Zeit einfach gepasst hat. Und mal gucken, was so als nächstes kommt. Ich glaube, ich brauche mal etwas fürs Herz. Vielleicht so ein bisschen etwas Zarteres. Vielleicht tatsächlich This Is Us, was ja auf Prime zu sehen ist, wo ja auch sehr, sehr viele davon schwärmen. Und ja, mal gucken, ob ich da vielleicht einfach mal mit anfange und mir mal was fürs Herz geben lasse. Wobei ich halt auch so immer mit mir mitschwinge, weil ich halt tatsächlich auch Hörbuch einfach sehr viel höre. Und da geht natürlich Serienzeit auch davon ein bisschen weg. Aber ja. Ja. Ja, nächste Woche wird es die Bücherwoche wahrscheinlich schon Samstag geben, weil ich sie Donnerstag auf jeden Fall noch drehen werde. Ich versuche es. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Ja, und dann im Grunde erst den Koffer packe für die Reise, wenn ja, im Grunde das Video rendert. Also ich versuche am Donnerstag das Video zu drehen und für Samstag einfach hochzuladen, sodass alle, ja, zu Hause gebliebenen, die nicht auf der Messe sein können, vielleicht zumindest dann Spaß mit der Bücherwoche haben können. Die Woche drauf wird wahrscheinlich dann auch nur ein Video kommen, weil wenn ich am Wochenende nicht vordrehen kann, mal gucken, ob ich es die Woche irgendwo unterbekomme, noch ein Video zu drehen, aber ich kann es jetzt nicht versprechen. Diese Woche wird es auf jeden Fall das Infovideo zur Buchmesse geben und das Video mit den Neuerscheinungen für den April. Das habe ich nämlich schon gedreht. Ja, bevor mich die Krankheit umgeschmissen hat. Und ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, buchtechnisch, mal gucken, was ich dann halt jetzt in den Tagen schaffe, weil ich mir natürlich theoretisch 1,5, 2 Tage irgendwo fehlen, wenn ich natürlich schon Donnerstag das Video drehe anstelle Samstag. Also, aber das wird euch, denke ich, nicht stören, wenn es dann halt nur 2 oder 3 Bücher sind anstelle 4. Das ist, glaube ich, nicht so dramatisch und da ich ja wirklich mit vielen Büchern gerade liebäugle, ja, und sich das auch wirklich wunderbar weglesen lässt, wenn es geile Bücher sind, da merkt man so den Unterschied zwischen einem geilen Buch und einem sehr guten Buch, ne? Also der Flow ist da definitiv ein anderer, aber ja, das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, dass ihr, ja, gesund seid, bleibt es auch. Ich freue mich, einige von euch auf der Messe zu sehen. Wer da ist, kann ja gern schon mal in die Kommentare schreiben, dass er da ist. Und ja, der Rest folgt dann eben in einem extra Video am Dienstag. Ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und ja, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.